Spiel 6. Servus, ihr Körperkläuse. Das wusstet ihr wahrscheinlich noch nicht, aber als ehemalige Gymnastics Topmodel-Siegerin habe ich quasi lebenslang das Recht darauf, einmal pro Staffel ein Spiel für Joko und Klaas gegen ProSieben zu bestimmen, bei dem ihr gegen meinen Lieblingssender antreten dürft. Und da ein Sprichwort ja besagt, dass Joko und Klaas nicht zweimal dasselbe Spiel gewinnen dürfen, habe ich ein Spiel vom letzten Mal ausgesucht, nämlich Sneaky Ninja. Das von Spiel zum Mitschleichen. Da könnt ihr euch beide jetzt wieder schön zum Host machen. Wie das Spiel genau geht und gegen welche Gegner ihr dieses Mal antretet, erklärt euch jetzt Steven. Viel Erfolg. Sneaky Ninja. Vielen Dank an Toni, das mache ich natürlich selbstverständlich gerne. Ihr habt euch draußen wirklich großartig geschlagen. Ihr musstet gegen den Terminator kämpfen. Jetzt kommen aber wirkliche Gegner für euch. Wir freuen uns sehr. Sie ist Topmodel und Moderatorin. Er ist Schauspieler und Moderator. Hier sind Lena Gerke und Edin Hasanovic. Ah. Hallo, mein Lieber. Was für ein tolles Team hier. So, Sneaky Ninja. Ja. Gleich die Frage an euch: Wann habt ihr euch das letzte Mal angeschlichen und warum? Gar nicht. Ja. Das ist nicht eure Disziplin. Nee. Wahrscheinlich so das letzte Mal mit 10 oder so. Das ist ja 6 Jahre her. Genau, das ist noch gar nicht so lange her. Ja. Gut. Und ich musst gestern, weil ich habe ja hier geprobt für diese Show. Erstmal in das Studio reingeschlichen. Aber musstest du dich irgendwann mal rausschleichen, weil es irgendwie unangenehm war? Nö, zu Hause war immer alles okay bei mir. Das sagt er, guck mal, mit so einem Grinsen. Fantastisch. Also, ich erkläre die Regeln. Es ist ein großartiges Spiel. Wir haben es schon mal gespielt. Haben wir von Toni auch gehört. Sneaky Ninja. Es geht für euch darum, ich gehe mal mit euch an den Anfang unseres kleinen Sneaky Ninja Hindernisparcours, dass sich, wer immer der oder die Ninja ist, anschleicht von dieser Linie aus und versucht, den Buzzer dort vorne zu betätigen. Schafft der oder die Ninja das, bevor er oder sie vom Fänger oder von der Fängerin gesehen wird, gibt es 3 Punkte. Dreht sich der Fänger oder die Fängerin aber um und sieht den Ninja, dann gibt es 1 Punkt für das Fängerteam. Dreht sich der Fänger um und sieht den Ninja nicht, weil er sich gut versteckt hat, gibt es 1 Punkt für das Ninja-Team. Verstanden? Ja. Jeder ist einmal Ninja und wird sozusagen dazu gezwungen, sich möglichst leise anzuschleichen. Pro Ninja sein gibt es 3 Anschleichversuche, also die Möglichkeit auf maximal 9 Punkte in einer solchen Ninja-Runde. Alles klar, wer am Ende die meisten Punkte hat, hat gewinnt. Hat gewonnen natürlich. Ja, sehr schlau. Ja. Sneaky Ninja. Die erste Runde, ich freue mich sehr drauf. Klaas ist Ninja und Lena ist die Fängerin. Lena, geh einmal bitte nach vorne. Genau, du bekommst jetzt eine Kamera auf den Kopf. Ja. Oder Klaas ist ja ganz sneaky gut. Genau, also Taktik, Schnelligkeit sind gefragt. Bitte ans Publikum leise sein, nicht sagen. Edin und auch Joko nicht vorsagen, keine Geräusche machen. Guckt es euch an. Klaas, du startest immer bitte von hier. Es gibt immer ein Signal, das dir zeigt, dass du starten darfst. Alles gut da hinten? Steven, hat man eigentlich einen Vorteil, wenn man kleiner ist? Fragst du Klaas und Edin? Oder? Entschuldigung, ich konnte das nicht hören, das kam von so weit oben. Ich habe noch nicht verstanden, was sie gesagt hat. Alles, was du nicht gesagt hast, darf gemacht werden. Du darfst alles machen, was du willst. Du musst nur versuchen, zum Buzzer zu kommen. Hä, was hast du denn jetzt noch? Ich habe keine Ahnung, aber ich habe jetzt einfach, ich hab jetzt einfach mal. Er hat die Regeln genannt. Die und Tore alles, und Schleusen aufgemacht. Edin hat ein Messer dabei. Und wirfst es auf die Fängerin. Ninja-Sterne. Ja. Nun, Chaco. Lass mich überraschen. Ninja-Sterne, Joko hat Zimt-Sterne. So, du bist bereit? Also so wäre es doof, wenn du so guckst, weil dann siehst du ja die Person, die anschaut, du musst dich umdrehen. Du musst die Wand angucken. Ja. Genau. Und dann eins werden mit der Wand. Ich bin mir und wenn du spürst, es kommt jemand an,
Dann ich weiß nicht, ob auf 4 Metern die Regeln angekommen sind da oben. Ich bin mir nicht sicher. So. Bist du denn bereit, Klaas? Ja. Gut, dann stell dich hier irgendwo auf die Linie und dann kommt dein Startsignal und dann sind wir gespannt. Edin und Joko, kommt bitte hier an die Seite, nicht dahinter stehen. Und wir sind gespannt, was passiert. Los geht's mit der ersten Runde bei Sneaky Ninja. Okay, also Lena hat sich direkt umgedreht. Hä? Ja. Sehr gut, Lena, sehr gut. Also ich hatte was gehört. Ja, genau. Lena, also du hast irgendwas gehört, wir gucken nochmal rein. Ich glaube, das war aber eher. Du hast einen schönen Teampartner. Genau, der Blue Steel Look kam zu früh. Da war nichts zu sehen. Da war ja gar nichts. Ja? Es wird ein wieder umdrehen, erste Runde 1-0 für Joko und Klaas. Klaas, komm hier wieder hinter die Linie. Wie, darf ich nochmal? Ja, logisch, drei ja. Versuche ja. Als Ninja hast du. Alles klar, kein Problem. So. Ja? Lena, du bist bereit? Ja. Gut. Klaas auch, es gibt wieder ein Startsignal, kommt hier wieder beide zur Seite. Startsignal abwarten und dann geht's los. Hab dich gesehen. Gut, wir checken das nochmal. Wir überprüfen hab das mal. Hab dich gesehen. Hab dich gesehen. Ich hab dich gesehen. So? Hä? Hä? I'm very on show. Wir haben noch eine Zeitlupe. Okay. Ja, also doch, da, ja, doch, doch. Da hat sie dich gesehen. Ja. Deinen zarten ja. Silberrücken. Kommen so. Wir da zurück. 1-1. 1-1. Komm doch her. Ist egal. 1-1. Ein Versuch hast du noch? Ich habe deine Taktik durchblickt. Ihr seid in einem Team, ihr könnt auch drüber reden. Nee. Ich erinnere mich, beim letzten Mal, als wir das zusammen gespielt haben, bin ich relativ harsch angegangen worden für meine Taktik. Ich würde mich jetzt gerne einfach zurückhalten. Achso, okay. Weil, du wolltest ihm nur... Weil wenn ich ihm jetzt sage, was er zu tun hat, und er mich gleich kommt, würde ich einfach sagen, Klaas, halt die Schnauze. Weil ich die auch nicht. Ich weiß, Klaas ist bei sowas immer wahnsinnig taktisch. Guck mal, aber ganz ehrlich, also siehst du mal, wie das passiert? Ich habe jetzt nichts gesagt und an mir ist so ein Streit passiert. An mir. Ohne, dass ich. Nein, aber ich wollte ihm nur erklären, warum wir uns nicht beratschlagen müssen, weil ich vertraue dir in dieser Angelegenheit zu 100%. Weil ich weiß, dass du der größere Taktiker von uns beiden bist. Und ich werde gleich einfach. Ja, ach so, alles aber das klar. Verrate ich jetzt nicht. Ach so, ich alles mal klar. Ich nehme dich mal wieder mit in deinen Bereich. Ich nehme dich mit in deinen Bereich. Komm. Nein, ist gut, ist gut, ist gut. So. Halt mich zurück. Halleluja. Pathologisch geisteskrank, wirklich. Klaas. So. Ist nicht normal. Deine letzte und dritte Runde startet wieder hinter der Linie. Ja, oh, Digga, ey. Das sagt der kleine Dicke zum großen Ding. Ja. So. Lena bereit, Klaas bereit, hier kommt dein Startsignal. Das war der einfachste Trick der Welt. Hab ich doch gesagt. Der einfachste Trick der Welt. Lena. Original einmal. Also jetzt mal ganz ehrlich. Ich möchte dir, Lena, guck einmal ganz kurz bitte hin. Ich möchte dir einmal zeigen, was passiert. Also das ist der, also ein mich Schuh kann man ja geflogen. So einfach verarschen, das ist der Wahnsinn. Das würde ich jetzt genauso sagen. Guck mal jetzt, der Schuh. Nee, bestimmt, weil der Schuh ist geflogen und 3 Sekunden später hast du gedacht, da war doch was. Gut. Ich habe also, ja erst gehört, als er angekommen ist. Das macht doch gar nichts. Das war alles gut. Also, so, sehr gut. Erste Runde Sneaky Ninja geht mit 2-1 an Joko und Klaas. Und jetzt haben wir die Cobra Joko als Fänger und Lena ist Ninja. 3 Versuche hast du, um den Buzzer zu betätigen. Es gibt 3 Punkte. Ja. Dreht er sich um und sieht dich nicht, kriegst du einen Punkt. Dreht er sich um und sieht dich, kriegen die wieder einen Punkt. Mhm. Also ganz wichtig, leise, schnell zum Buzzer. Hinter der Linie startest du. Joko, dreh dich bitte um. Lena, es gibt ein Startsignal und dann darfst du loslegen. Sammelpunkte für dein Team. Wir sind gespannt.
Sehr gut, genau so. Das war ein guter Trick. Also 2-2. Ja, das war einfach. Das war einfach. Das war so dumm, Alter. So. Jetzt geht das schon wieder los. Ich habe eben die ganze Zeit extra nichts gesagt. Joko, guck wieder nach vorne. Du bist bereit. Lena auch. Einfach nur gesagt, dass das ein bisschen dumm war. Der zweite Versuch startet. Warte. Auf das Signal. So, wir gucken uns das nochmal an, weil das war so schön. 3-2, guck mal, hochkonzentriert die Kobra. Ja. Geil. Die Kobra verhungert, wenn das Lars, weitergeht. Lars, ich möchte nur einen Ton dazu sagen, weil ich weiß, dass du innerlich kochst. Es war eine Jacke und kein Schuh. Jacke zu seiner hatten Verteidigung. Wir noch nicht. Also, ein letzter Versuch. 3-2 momentan für Lena und Edin. Gegen Lena, Joko macht das, und Klaas. Dasselbe nochmal. Dann Startsignal kommt jetzt und dann machen wir weiter. Ihr bleibt beide hier stehen. Joko, letzte Chance. Los geht's. Eieiei. Nicht geklappt. Ich habe es aber fast geschafft, Mann. Du hast es echt fast geschafft. Also ich hab zwischenzeitlich überlegt, ob ich Lena noch mal erklären soll, dass der hier vorne Sinn, was weggespielt ist, dass man zum Buzzer kommt. Ich habe gedacht, du läufst irgendwann nach vorne. Das hat dann... Es ist Taktik. Achso, Taktik. Taktik. Es kann ja Taktik sein, ja. Habe ich sie knapp verpasst oder war es ganz traurig? Naja, also du hast sie umgedreht und hast sie nicht gesehen, ne? Ja, nee, wir gucken es nochmal an. Ich will jetzt nichts Böses sagen, damit du nicht... Guck mal. Das war deine Reaktion. Momentan führt ihr 4-2. Jetzt geht es darum, Joko ist Ninja und dieser junge Mann, Edin, ist unser Fänger. Hast du einen Plan? Ja. Hast du? Klaas und Lena, beide zur Seite, bitte. Achso, ihr unterhaltet euch noch. Genau, du kriegst da die Kamera auf den Kopf. Du das? Glaubst du das? Ich verunsichere mich jetzt nicht. So? Nee, nee, alles gut. Alles gut. Frau Gacke, wir halten uns kurz über Schuhe. Genau. Momentan ist alles gut. Jetzt muss Joko ein paar Punkte machen. Bin ich gespannt, wie er das macht. Gut. Lena, einmal zur Seite. So, Joko hinter der Linie starten. Edin, du bist ready? Warte. Das ist so spannend. Ich bin ready as hell. Gott, ich will nochmal. Ja, nach vorne gucken. Denk wieder dran, beim Tröten geht's los, ne? Nach vorne gucken. Ja, warte. Okay. Was denn, du dehnst gerade deine Nackenmuskulatur. Ja. Gut. Also, Startsignal abwarten. Dann geht's los. Joko. Yes! Ich habe ihn gesehen. ich sag nichts, aber wir gucken es trotzdem nochmal an. Edin, du hast ihn gesehen, auf jeden Fall. Hier ist nochmal sozusagen das Replay. Das ist immer nur noch beschissen. Ja. Aber, okay. 5-2, Lena einmal zur Seite. Da ich hast du nochmal den Hals ausgefahren, ne? Ich möchte nur ganz kurz sagen, ich bin nicht schlecht, Edin ist einfach sehr gut.
Zwei Runden noch für dich, um Punkte zu machen. Hey, wenn du das Joko, jetzt hinter die... Ich schwöre dir, ja? Entweder das machst du jetzt oder ich heule vor Wut, wirklich. Also, so, ne? Hier ist das Startsignal, es kommt. Er ist noch weggerutscht. Er ist noch weggerutscht. Yes. Also auch das gucken wir uns gemeinsam mal an, weil das so ein schöner Moment ist. Guck mal. Guck mal, dann pirscht er sich ran und ja. Dann fällst du doch auf die Seite. Das kann doch nicht wahr sein. Komm, steh auf, 6-2 für Edin und Lena. Gleich verlieren wir wahrscheinlich, weil du vergisst zu atmen oder so. Ich klopfe nur auf deine Schulter, weil ich will dich motivieren. Ach, du möchtest gar nicht sagen? Soll ich für dich was sagen? Zu Klaas? Was soll ich sagen? Also, ist alles gut mit ihm, soll ich sagen. Okay. Hey, Digga, ich tu dir nichts. Also, mach mal. Also nur ganz kurz mal zur Information, um noch ein bisschen mehr Druck auf dich auszuüben. Sollte Edin dich jetzt fangen, also sehen, dann ist das Ding zu Ende. Weil so viele Punkte könnt ihr in der nächsten Runde ja, gar nicht machen. Ja, weil Klaas ist scheiße gelaufen ist, oder warum? Alles gut, falscher Mann. Moment. Ja, falscher Moment. Genau, weil du hast noch eine Runde. Ja. Ohne Druck. Edin. Ohne Angst, ohne Druck. Du machst ganz tolle Serien und Filme, ja? Ich bin ein großer Fan. Ja, okay. Hey, sag mal, kannst du dich noch an die goldene Kamera erinnern? Ja. Ja, ich auch, zufällig. Ja, ach so, du auch. Ja. Also können wir beide. So. Sag mal so. Aus unterschiedlichen Beweggründen kommen wir uns dann hin. Solltest du jemals wieder den Filmpreis moderieren, ja? Ja. Wir sind auch da. Oh, shit. Mit Ryan Gosling. Gut. Entschuldigung, das habe ich schon wieder vergessen. Hat du da auch was? Ich komischerweise nicht. Gut. Ich bin nicht komplett verdrängt. Das hört die beim ZDF. Ich habe keinen Plan, aber ich mache das jetzt. Aber so geht das doch den ganzen Abend. Ja, natürlich. Das ist mein das Geheimnis meines Erfolges. Ja. Gut. Volle Konzentration. Jetzt kannst du Punkte gut machen. Edin ist konzentriert, Joko auch. Hier kommt das Signal. Fuck. Umgedreht. Nicht gesehen. Wir checken, wir gucken noch einmal ganz kurz. Wir gucken. Das war sehr gut. Ich guck. Wir gucken trotzdem noch einmal. Doch. Wir brauchst du nicht ganz gucken. Kurz. Der hat selber Fuck gesagt. Brauchst ich hab seine Schulter gucken. Gesehen, ne? Aber die... Nee. Gar nichts gesehen. Guck mal da rechts. Hä? Guck mal da rechts. Seht ihr ihn? Edin. Das ist er nicht. Das guck. Bin ich dahinter. Guck. Das ist Klaas. Das guck. Ist ganz hinten. Guck. Nee. Nein. Nee. Hier, die sagen alle nein. Wir zeigen dir nochmal eine andere Kameraposition, um hundertprozentig sicher zu sein. Lena, misch dich da nicht ein. Jetzt. Es gibt, da ist guck mal jetzt. Wahnsinniger Ärger gerade. Ja. Ah. Doch, die Schulter. Wir müssen ja. Leider sagen, Edin hat ihn gesehen. Oh. Tut mir leid. Voll gut. Ihr habt gewonnen. Das ist schon so. Das ist einfach nicht mehr. Du hast ja alles gut gemacht, aber du kannst doch. Wo ist das Problem? Ich bin gleich für dich, weil ich schon traurig. Obwohl, ich hätte euch beide gerne noch gesehen, ehrlich gesagt, im Duell. Ich habe auch Bock. Werde Bock, die beiden noch im Duell zu sehen? Ja, so. Ja? Aber du bist so groß. Das haben wir noch. Aber auch so. Du bist so groß aus dem Tentakel. Also das ist jetzt nur, das ist ein Weihnachtsgeschenk. Off the record, okay. Gut. Aber trotzdem. Die Leute wollen einmal Profis sehen, ich verstehe das. Ja.
Okay. Ich werde mich hier hinstellen, wie Ronaldo stehe ich hier. Gut, auch hier gibt es ein Startsignal. Los geht's. Was war das denn? Ich wollte. Scheiße. Nein, aber ganz kurz. Scheiße. Nein, warte mal, warte mal. Ey, so. Eddie. Nee, Eddie und Klaas, ich möchte ganz kurz nochmal das Bild sehen, weil ich bin mir nicht sicher, ob er dich gesehen hat. Ja, aber. Lass uns nochmal gucken. Guck mal, da ist Cristiano Ronaldo. Scheiße. Und da kommt der Trick von Edin und der ist großartig, weil. Was war die? Nein, aber. Ja, klar, Eddie. Scheiße. Nein, das ist gut. Ich muss nochmal. Eddie. Ja. Nein, er soll es mal erklären. Okay. Yeah. Nee, aber weißt du, Edin, es gibt ein Ding. Man macht ein Geräusch, ja, um eine Aufmerksamkeit zu erzeugen. Ja, und wenn die Aufmerksamkeit da ist, rennt man in die Aufmerksamkeit. Nein, rein. Warte. Aber du hast wahrscheinlich gedacht, dass es nur der Schuh ist und dass ich von hier hinten werfe. Das ah, du meinst, nein, so, aber du schaust Edin doch ist doch der hier. Mann, der schneller läuft als nein, sein nein, Schuh. Nein, ich habe einfach, ich habe... Also ich sag mal, wie ich das gesehen habe. Ja? Ja, du hast deinen Schuh geworfen und bist ihm hinterhergelaufen. Ja. Nee, du dachtest so, warum das, schmeiß ich den weg? Das finde ich genial. Das ist in meiner Welt, ist das mega. Ach, scheiße. Aber meine Welt ist in diesem Spiel nicht gut. Okay. Entschuldigung. Dann lass lieber eine andere Taktik machen. Ja. Okay. Wirf beide ja, Schuhe und danke. Lauf dann. Danke, Lena. Nee, das Blöde ist, du bist eben warst du der absolute Hero. Ja, genau. Ja. Scheiße. Komm, du schaffst okay. das. Okay. Aber du kannst das alles gut. wieder gut machen, wenn du es okay. jetzt schaffst. Okay. Jetzt einfach keine aber Schuhe bitte, mehr werfen. Genau, wirf nicht. Ja, okay. Aber jetzt erkennt er mich wahrscheinlich am Geruch. Okay. Gut, das Startsignal für die nächste bezaubernde Runde von Edin Hasanovic bei Sneaky Ninja. Hast du schon gedreht? Ja, er hat sich umgedreht. Yes. Gleich zu Anfang. Geil. Okay. Ist Gott sei Dank spielen wir außer Konkurrenz. Ist er vorm Startsignal hinter ein Versteck gegangen vielleicht? Nein. Nein, er ist von hier darüber gegangen. Wie willst du was gesehen haben? Naja, du warst weg in der Sekunde. Also du müsstest innerhalb von einer Zehntel Sekunde dahinter gewesen sein. Ich bin einfach weiter links gestartet. Na gut. Da war nix. Okay, einen noch und dann sehen wir die Niederlage ein. Okay. Hier kommt das Signal. Ja! Oh! Wow! Hat er getroffen? Nee. Ich glaube, nee. Ich glaube, das war aufhören. Ganz, ganz knapp davor. Sofort aufhören. Wir gucken das uns an, aber das war schon mal die beste Leistung heute Abend. Nee. Da brauchen wir jetzt eine... Ah, ganz knapp. Nein. Da hatte ich vorher gesehen. Vom Wasser. Yes. Nur fürs Gefühl, ich weiß, wir haben... Kannst du in mein Team kommen? Okay. Vielen herzlichen Dank. Aber es hat viel Spaß gemacht. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Wir müssen jetzt zusehen, wie wir im Finale. Sehr schön, ihr beiden. Edin. Ihr habt auf jeden Fall gewonnen. Vielen Dank. Einen Riesenapplaus bitte für Edin Hasanovic und Lena Gerke. Applaus